Mond im Wasser. Ist es ein uralt Taktik überlieferet aus der Frühzeit und dort aus dem Land der ersten Sonne. Gegen das Echsengezücht wandte man aus gutem Grund List und Tücke an. Mit großem Gewese griff ein Großteil des Heeres an und lenkte alle Sinne auf sich, derweil eine kleine Gruppe wohlfälliger Krieger, Löwenen gleich, im Schutz von Schatten und Nacht über die Mauern kletterte, dem Feind den unerwartete und tödlichen Stich zu versetzigen. Aus Großes Strategikum, verbotenes Werk zur Strategie und Taktik von Heledir dem Dritten, Donnerhall zu Donnerbach, 974 nach Bosporans Fall. Mitte Effort, 1031 nach Bosporans Fall. Seit Tagen regnet es trist in Hallingen. Der Herbst ist aufgezogen und die Feuchtigkeit und Kälte sticht in den Gliedern. Vor kurzem habt ihr die ersten kleinen Erfolge gegen eine neue Kriegsfürstin errungen und den magischen Kreis erneuert. Einer der Höhlendrachen von Varena von Mersing ist so seiner Magie beraubt und ihr könnt den nächsten Vorstoß wagen. Wolfhelm von Pandlaril hat euch Obhut gegeben und entsendet euch von Halling aus ins Umland. Nachdem ihr einen ersten Auftrag mit den Goblins vom Kriegsfürst Ziblim gelöst habt, soll dieser Waffenstillstand zu einem Bündnis etabliert werden. So sammelt ihr euch auf dem Marktplatz vor der Trutzburg und wartet, bis euch der Kastellan Sonfried von Schneitach hineinrufen lässt. Überall um euch herum wimmelt das Leben, Verkäuferinnen, die mit ihren Waren preisen, und ihr drumherum, die Schmiede, die kracht, einige Tischler, die sägen und hämmern. Was wollt ihr tun? Ach, Kasim, ich langsam kann ich mich mit dem Gedanken anfreunden, ein bisschen länger Zeit in dieser Stadt zu verbringen. Ist doch ziemlich idyllisch hier. Wenn ihr das meint, wir sind fast so lange hier. Nun, Travigor muss hier mit wichtigen Leuten sprechen. Ja, nun, als Baron möchte Kontakte knüpfen und sich in der Mark zurechtfinden bei den ganzen Adligen. Das ist richtig, aber ich für meinen Geschmack bin hier schon so lange herumgesessen und habe nichts getan. Nun, wenn sich die Gelegenheit wieder eine Gelegenheit bietet, dann sind wir vorne mit dabei. Wärt ihr nur da gewesen, als wir uns um diesen Steinkreis gekümmert hätten, wir hätten eure Expertise gebrauchen können. Vermutlich. Steinkreise sind mir nicht unbekannt. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Wirklich verstehen tut das niemand. Es ist nun mal so. Es ist ständiger Teil der gildenmagischen Forschung. Auch wenn viele andere das nicht gern hören. Konrad zum Gruße. Ich bin gerade erst hier angekommen. Können Sie mir sagen, wo ich eine Anstellung finden kann? Ich wurde vom Widderorden in diese Region geschickt, um mich hier zu verdingen. Konrad zum Gruße dir auch, mein Freund. Eine Anstellung? Nein, tut mir leid. Dafür bin ich noch nicht lange genug hier. Wir sind auch erst von kurzem hergereist und haben nicht viel Zeit in der Stadt gebracht. Ich brauche auf jeden Fall einen Dienstherrin. Wie soll ich sonst meine Schenke bezahlen? Für ein paar Nächte habe ich genug Geld dabei, aber ich sollte bald etwas finden. Vielleicht könnt ihr euch an den Baron Travigor wenden. Er ist unser ehemaliger Gefährte und mittlerweile unser Herr. Wir stehen in seinen Diensten. Das klingt nach einer guten Idee. Wo finde ich ihn auf? Mittlerweile, keine Ahnung. Kasim, weißt du, wer Travigor ist? Nicht wirklich. Hier irgendwo in der Stadt, ich glaube. Er wollte mit irgendwem reden.
Aber die Namen kann ich mir nicht alle merken. Er hat viel zu tun, seit er auch administrative Aufgaben wahrnehmen muss. Eine Bürde, die uns zum Glück erspart bleibt. Ah, Bruder, Schwester Kasim! Da seid ihr ja! Habe ich euch endlich wiedergefunden. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oh, da sind ja noch mehr Brüder und Schwestern. Tachchen. Konrad zum Gruße. Sei mein Name ist Sidos, Bruder, Schwester. Komisch grüßt du. Wieso komisch? Wer bist du denn? Ich bin Pergin und wer bist du, Bruder, Schwester? Und ich bin Ronga. Jeder grüßt so, Bruder, Schwester. Nicht da, wo ich herkomme. Wo kommt ihr denn her, Bruder, Schwester? Aber ich merk's, nicht vom Maraskan. Von der schönsten Insel, die es gibt. Das kannst du wohl sagen, aber Festum hat auch einiges zu bieten. Wobei ich den Großteil meines Lebens in der Region der Wahlberge verbracht habe. Da ist für den Widderorden einiges zu erledigen. Was genau tut dieser Widderorden? Wir sind mit der Aufsicht betraut der Wahlberge. Dort ist einiges an Gefiech und Gekräuch ist dort unterwegs. Levashie und Nymphen und alles Mögliche. Die Bewohner dieser Region wollen geschützt sein. Kümmert euch also um die Kreaturen, die sich da befinden. Jagt sie, tötet sie, vertreibt sie. Das, was notwendig ist. Der Widderorden ist auch der Erziehung da. Jeder Krieger im Bornland muss dort einen Dienst ableisten. Hey, ihr Helden, komm ran! Kastellan will euch sehen! Na, dann lasst mal hin, Bruder, Schwester. Na dann, darf ich mich anschließen? Ich hab doch nach einer Anstellung gesucht. Vielleicht ist das eure Gelegenheit. Jetzt steh doch nicht rum, Ritter, komm rein! Dann ergreife ich diese Gunst der Stunde. Vielen Dank für die Möglichkeit. Was redest du da? Hörst du nicht zu dieser Heldengruppe? Doch, der gehört schon. Der gehört dazu, nicht, Bruder, Schwester. Aber der kommt jetzt mit. Ja, mehr egal, wie ihr euch Helden organisiert. Gut, kommt rein. Der Kastellan will, wie gesagt, zu euch sprechen. Also folgt ihr dem Wachmann in die Trutzburg wieder durch einige Flure und Gänge, die ebenso kalt sind, wie sie noch vor ein paar Tagen waren. Vielleicht noch etwas kälter durch den steten Regen, der eingesetzt hat und nicht aufhören mag. Und dann steht ihr wieder vor der großen Tafel, wie ihr auch letztes Mal schon standet. Sonfried von Schneider steht dort neben einem kleinen Jungen, vielleicht 6, 7, 8 Sommer, mit einem roten Gesicht, hat wohl viel geweint und er begrüßt euch einfach mit einer einladenden Geste ohne viele Worte. So, macht die Tür zu, kommt rein. Ihr seid also die Gruppe, die jetzt Baron Travigor geschickt hat, ja? Gut. Also, der kleine Ulfe Zupfler hier kommt aus der Silbermine, die in der Nähe vom Kreienforst ist. Und er hat uns schlimme Dinge berichtet, die euch etwas angehen, da ihr gesagt habt, ihr wollt heldenhaft handeln. Sehr gut. Warum geht das? Die Silbermine wurde vor einiger Zeit überrannt und nachdem sie sich das einige Zeit haben gefallen lassen, wollen wir jetzt tatsächlich aufräumen. Eben durch eure Erfolge, die ihr bei Windkapf und bei Grafelin errungen habt, sind wir wohl guten Mutes. Von wem oder was wurde diese Silbermine überrannt? Ein Verräter von Mersing und ihren Männern und Frauen, die Drachenmeisterin, wie sie sich selbst nennt, hat eigentlich ihren Posten irgendwo im Kreienforst aufgeschlagen. Mittlerweile kann es sogar sein, dass sie nach Obstern-Tiefwald gegangen ist, aber der kleine Ulfen berichtete uns jetzt gerade, dass die Silbermine ausgebeutet wird und ihr sollt sie zurückerobern. Auch wenn sie zwar nicht zu unserer Baronie gehört, aber er hat den weiten Weg angetreten und wir wollen ihn nicht enttäuschen. Die Schwachen wollen geschützt werden. Worauf warten wir? Ausgezeichnet. Travigor sagte bereits, dass er wahre Helden sinnen wird. Gut, dann, Ulfen, würdest du sie begleiten? Er guckt aber in die Runde. Würdet ihr Ulfen wieder mitnehmen? Oder würde das eure Reise dorthin stören? Er ist ortskundig. Nun, er hat das Dorf nur ein einziges Mal verlassen, und zwar, um Hilfe zu holen. Würde er wieder zurückfinden zu seinem Dorf? Ich weiß nicht.
Ich kenne den Krähenforst, aber den Rest nicht. Ich bin einfach gelaufen. Olfen, wenn du mir sagen kannst, wie du gelaufen bist, und ich denke, dass wir auch so hinfinden, dann musst du nicht wieder mitkommen. Ich denke, das wird gefährlich. Also gut, schaut her. Hier ist eine Karte der umliegenden Baronien. Die Hallinger Tiefebene. Dort ist das Spukgemäuer, der Bausenberg, mittlerweile auch nur Raufenberg gerufen. Ihr müsst am Rosenbusch vorbei. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr mögt. Die Straßen mögen funktionieren, können aber auch vor Räubern wimmeln. Das weiß man nie genau. Da müsst ihr in den Krähenforst einbiegen und am Rundwald vorbei. Dort gibt es mehrere Minen, unter anderem Erz, aber auch Silber. Und dort, tief im Krähenforst, werdet ihr die Silbermine erblicken und für uns zurückerobern. Zurückerobern heißt, und wir können diejenigen, die sich da befinden, vertreiben. Aber sollen wir das dann auch mit unserer Mannstärke halten? Wir sollten sie einnehmen und die Mordbuben zurückdrängen. Mordbrenner nennen sie sich tatsächlich wohl. Wir werden danach, wenn ihr sie gesäubert habt, versuchen zu halten mit den wenigen Rittern, die wir haben. Sie befinden sich allerdings zurzeit in einer anderen Mission, und zwar im Schlotz. Bruder, Schwester, ich habe da mal eine Frage. Mit dem Rückerober meint ihr damit alle Menschen töten oder einfach nur vertreiben? Nun, ihr sollt nicht alle Menschen töten. Die Silbermine ist besetzt von ehrbaren Bürgern. Aber die Mordbrenner von Varena von Mersing, die müssen vertrieben werden. Ihr könnt sie auch töten, das sei mir einerlei, sie sind vogelfrei. Ach so, und ich würde mich freuen, solltet ihr auf dem Weg die Goblins antreffen, dann könnt ihr den Pakt erneuern. Wir haben aktuell einen Waffenstillstand mit Häuptling Ziplim geschlossen. Zumindest sieht es so aus wie ein Waffenstillstand, von unserer Seite auf alle Fälle. Wir würden das ganz gerne durch eine weitere Mission gegen die gemeinsamen Feinden erneuern. Solltet ihr also auf Goblins treffen, dann macht gemeinsame Sache mit ihnen. Was sind denn Goblins? Kann man das essen? Lasst euch das von Ronga erklären. Der Bestienmeister, der Schlechter der Schracker-Crew, weiß es. Ich kenne mich mit Goblins aus. Ich habe lange genug neben ihnen in Festum gewohnt. Das sind nette Leute, wenn man gewillt ist, sie kennenzulernen. Ausgezeichnet. Travigor schickt also doch die guten, besten Männer. Ich weiß nicht, wo ihr Goblins kennengelernt habt oder was für Goblins ihr in Festum habt, aber hier sind sie wild und sehr eigenartige Biester. Wir haben mit zwei von denen zu tun gehabt und sie sind zwar, schienen mir nicht gefährlich, zumindest nicht für uns, aber äußerst kompetent schienen die mir nicht. Habt ihr weitere Fragen an mich oder wollt ihr das anderes draußen klären? Nein, ich denke, wir sind hier durch. Wir kümmern uns um diese Eisenmine. Silber, nicht Eisen. Silber, Eisen. Der Bub bleibt hier, der braucht sich nicht nochmal der Gefahr aussetzen. Metall ist Metall. Andererseits, der Junge ist ortskundig. Das könnte einen strategischen Vorteil ergeben. Wir haben eine Karte, wir finden das schon. Warum sollen wir ihn mit auf diese gefährliche Mission nehmen? Ich glaube nicht, dass er auch mit uns Schritt halten kann. Ich sehe es nicht ein, den Armen. Schaut ihn euch an, wie verängstigt er ist. Er braucht den Weg nicht nochmal auf sich nehmen. Er würde einen Dienst für das größere Wohl tun. Das ist das, was wir alle tun sollten. Zu jeder Zeit. Er kann Rondra besser dienen, wenn er eine Waffe halten kann. Der ist doch noch viel zu klein. Meine Mama hat gesagt, ich bin von Firun gesegnet. Mit Rondra kenne ich mich nie aus. Ich leg dem Jungen meine Hand auf die Schulter. Bringt er den Kopf dieses Mordbrenners, versprochen. Was? Er setzt sich in die Ecke. Jetzt verschreckt den Kleinen doch nicht so. Wir kümmern uns um die Mine. Wir sorgen dafür, dass das alles wieder gut wird. Ja? Und wenn wir fertig sind, dann bringen wir dich auch wieder dahin.
Und dann also bist du ganz sicher wieder bei deiner Familie. Ihr habt keine Fragen mehr. Hallinger Tiefebene, vorbei am Rosenbusch, am Rundwald, zum Kreienforst. Und zur Not fragt ihr die Goblins, die kennen sich hier in der Region aus. Wanderer und Travia mit euch. Sehr gut. Und jetzt raus. Ja, raus. Ohne ein weiteres Wort. Ja, ihr könnt die Trutzburg verlassen und steht wieder auf dem Marktplatz. Gut, ja. Ich denke, wir sollten nicht allzu viel Zeit verschwenden, uns ausrüsten und auf den Weg machen, diese Goblins zu finden. Ich denke, ich weiß schon ganz genau, wie wir sie finden. Ich würde noch gerade schauen, ob ich einen Schlauch Messkennis auftreiben kann. Es ist wirklich verdammt kalt. Meshkinis, was das auch immer ist, das hört sich gut an. Das ist das Gesöff der Götter, mein Freund. Ich teile meinen Schnaps mit dir, wenn du das mit mir teilst. Ich würde mich mal umgucken, ob ich Meshkinis finden kann. Ja, nach kurzer Suche findest du wohl eine Händlerin für Alkohol. Travia mit euch, hallo. Ein Ritter. Zum Gruße, meine Gute. Ja, Rundra auch mit euch. Und Vex, wie kann ich euch helfen? Ich wollte mich erkundigen, ob sie vielleicht etwas Meshkinis auf Lager haben. Ich weiß nicht, ob sie das so weit im Süden noch verkaufen. Das nicht, aber Balior Bärentod, den habe ich hier. Oder Rosenbuscher Pilzbier, was halten Sie davon? Ritter. Ich hätte gerne einen. Das ist kalt und irgendwie muss man warm werden, dafür ist Bier nicht so gut geeignet. Ja, dann den Balior Bärentod, der ist gut, der geht direkt in den Bauch. Ein Fass? Ja. Nein, machen Sie mir einfach nur den Schlauch voll. Ein Schlauch, alles klar. Mhm. Ja, sie zapft ein bisschen und gibt dir dann einen vollen Schlauch wieder. 5 Silber, vielen bitte. Vielen Dank, meine Gute. Den 12 zum Gruße. Ja, 5 Silber bekomme ich aber trotzdem noch. Ja, selbstverständlich. Eine gute Reise. Vielen Dank. Ronga, wie möchtest du die Goblins anlocken? Ja, ich hätte mir auf dem Markt noch irgendein Horn organisiert. Ja, ein Horn, so ein abgeschnittenes Rinderhorn? Ja, eher so ein kleines irgendwas, was man als Tröte benutzen kann. Die hatten ja auch so ein Horn, sowas ähnliches. Okay, ja, so ein Metallblech, irgendwie wahrscheinlich für Kinder eher geeignet, wenn sie dann Kriegsfürsten spielen wollen. Aber ja, das soll tatsächlich den Anforderungen eines Goblins genügen. Finde ich gut. Würfel mal eine Klugheit. Ja, das kann ich doch gut. Nein, oder doch Schicksalspunkt? Ja, okay, Tröte soll dir genügen. Hoffentlich hören das die Goblins. Und dann könntet ihr aufbrechen. Gut. So geht's los. Noch irgendwelche anderen Besorgungen? Kasim? Benjin? Erst einmal nicht. Nö, ich brauche auch erstmal nichts. Dann folgt hier der Wegbeschreibung vom Kastellan Schneiddach. Die Hügel entlang der Straße folgen in die Hallinger Tiefebene und nach einer weiteren Stunde, die ihr gereist seid, die Wege sind matschig, besonders tief gegraben durch einige Kutschen, die vor weniger Zeit hier lang gefahren sind. Da könnt ihr auf dem Berg zwei rote Kreaturen erblicken, die dort misstrauisch in eure Richtung blicken. Groggel und Goggelmoggel, ihr könnt erkennen, wie Reisende dort die Straße entlang runterkommen. Ein paar Helden oder sowas. Ja, ich drücke mal Perjin die Tüte in die Hand. Ja. Dein Auftritt. Ja, ich beginne an zu tröten. Nö! Und nun? Ei, der Taus. Groggel, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Warum tröten die? Ich weiß nicht, aber das hört sich so schön an. Ja, vielleicht haben die jemand Wichtiges dabei. Was sind denn das für welche? Lass mal spähen. Die riechen aber irgendwie vertraut. Wirklich? Ich riech nix. Ich riech nur... Ja, du hast dir ja auch schon wieder eine Haselnuss in die Nase gesteckt. Ja, da kann ich ganz weit mit schießen. Na gut, dann komm, gehen wir mal ran. Warte mal, ich glaube, wir kennen welche von denen. Wirklich? Dann müssen wir auch tröten. Ja, komm, wir tröten mal. Wir tröten ja. Sie heran.
Siehst du, sie treten zurück. Das heißt, wir können jetzt näher kommen. Gut gemacht. Ich mal per Jun auf die Klopfschulter. Das ist ein furchtbares Geräusch. Sind das diese Goblins? Redet man so mit Goblins? Haben die das verstanden, was ich da gerade denen gesagt habe? So, wenn wir mit ihnen Kontakt aufnehmen. Das machen die anscheinend gerne, Tröten. Oh je. Auf zwei gewaltigen Wildschweinen kommen sie heran. Die eine von ihnen, ihr wisst nicht genau, ob es Männlein oder Weiblein sind oder ob sie überhaupt Geschlechter haben, wohl auf einem gewaltigen Streitwagen, der klappert und einige Male knackt es bedrohlich. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ihr Menschlinge. Hallo, Menschlinge. Hallo, wo ist denn jetzt unser 2,5 Tage Gebirgsbock? Also 2,5 Gebirgsböcke. Seid gegrüßt. Grüß, Brüder, Schwestern. Ja, du mich auch. Der redet komisch. Ja, der sieht doch komisch aus, aber es sind ja Menschlinge. Was ist denn jetzt mit den Gebirgsböcken? Er hat dann von Gebirgsböcken gesprochen. Ja, mit dem Ohren. Das war das Zeichen für 2,5 und Gebirgsbock. Ich hab Hunger. Ich auch. Wo ist Rogel? Wir haben keine 2,5 Gebirgsböcke. Wir wollten nur eure Aufmerksamkeit erregen. Oh. Ich kann euch nichts zum Essen anbieten, aber ich hätte etwas Schnaps, wenn ihr wollt. Aber lasst mir was übrig. Naja, Schnaps mögen wir. Ich habe auch extra schon für das Bärenfest welche gesammelt. Da brauchen wir auch immer Schnaps. Wir können ja das mal zusammen trinken. Habt ihr Hühner? Hört ihr welche? Riecht ihr welche? Naja, die aus meinem Streitwagen. Guck mal, kaum ist Rogel nicht dabei, gibt's keine Hühner. Oh, wieso habt ihr Rogel nicht mitgebracht? Das ist unser Lieblingsmenschling. Wie viele Hühner habt ihr denn mittlerweile? 5? Nein, Rogel hat uns jeden Tag 2 geschickt. Also sind das jetzt 5 und ein paar mehr. Gut, wir sind nicht hier, um über Hühner zu reden. Oder weil wir euch unbedingt wiedersehen wollten. Wir brauchen eure Hilfe. Aber Ronka, du brichst mir ja das Herz. Ach, guck mal, der wollte uns unbedingt wiedersehen. Und dann sagt er plötzlich, der will uns gar nicht wiedersehen. Was ist denn das jetzt? Es geht dadurch darum, dass dieser Drachenreiter hier wieder zugeschlagen haben. Die haben einen wichtigen Punkt von uns erobert. Und halten Menschen gefangen. Ach so, und ihr wollt die Menschen fangen? Wir wollen die Menschen retten. Haben die Hühner? Hühner? Da gibt es bestimmt Hühner, aber um das herauszufinden, müsst ihr mitkommen. Oh, hast du das gehört, Rogel? Ein Abenteuer! Boah, wieder ein Abenteuer, aber ohne Rogel. Dann ist das nur ein halbes Abenteuer. Naja, wir machen das Beste daraus. Wo müssen wir denn lang? Keine Ahnung. Wo ist denn dieser wichtige Ort? Und was ist das für ein Punkt? Eine Silbermine. Was ist das? Kann man das... Oh nein, Groggel. Eine ja. Mine. Eine Mine? Da sitzen doch immer die, Wunder, die Bartwurmler drin. Bartwurmler. Ich glaube nicht. Sonst wäre sie nicht erobert worden. Bartmurmler sind doof. Berge können eigentlich ziemlich gut auf ihre Sachen aufpassen. Die klauen. Das. Und die bohren immer Sukram an. Genau, und die klauen und sagen immer, wir Goblins sind das. Dabei sind die das selber. Aber das sind keine. Nicht soweit wir wissen. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich, weil die es auch nicht dahin geschafft haben. Trottel. Was ist eine Schnecke zwischen zwei Zwergen? Na? Nicht die langsamste. Ah.
Bonga, Sie hatten wahrlich recht. Die Goblins hier sind um einiges anders als die, die ich in Festung kennengelernt habe. Ja, und das sind nur zwei von ihnen. Es gibt mehr. Und die scheinen alle genauso zu sein wie die beiden. Nur die beiden sind die entbehrlichsten. Ja, wenn ich sag, sind wie Bären. Ach so. Ja, wir wollen ja nicht angeben, ne? Wir reisen mal los. Wir wollen ein Abenteuer erleben. Und gucken, ob die Hühner haben. So könnt ihr euren Weg durch die Hügelstraße in die Tiefebene weiter fortsetzen und nach wenigen Stunden das Schlachtfeld erblicken, was hier noch immer so unaufgeräumt vor euch liegt. Immer noch matschig, immer noch die toten Tatzelwurmkörper, die von der Schlacht künden, und die Spukruine vom Raufenberg bzw. ehemals Bausenberg. Gewaltige Drachenkadaver, die ihr kennen könnt, und Pferdeleichen, Menschen von zahlreicher Kultur und Herkunft. Der Anblick. Batzelwürmer. Wohl von diesem Mord dann auf ihn reiten. Was, du willst auf einem Müffeldrachen reiten? Nein, aber sie tun es anscheinend. Die in den Kampf führen. Sind keine äußerst bedrohlichen Gegner, aber viele von ihnen, dabei noch Reiter, das ist schon ein beängstigender Gegner. Sie sind aber keine richtigen Drachen. Ja, die Müffeln. Was sind denn richtige Drachen? Sind das verkleidete Drachen? Richtige Drachen sind intelligent. Meister der Magie. Die das? Stinken einfach nur. Sie können nachdenken. Oh. Und sie sind äußerst klug. Klüger als das klug. Das verstehe ich. Genau, ich bin auch klug. Strunzklug, hat man mir mal gesagt. Wenn wir diese Unterhaltung woanders weiterführen... Dieser Geruch geht mir langsam echt auf die Nase. Und der Anblick, er ist auch nicht besonders herrlich. Ja, ja, die sind schon meiner Mama. Ja, so schön würzig. Reste Eintopf von Mamka. Ja. Yam, yam.